Sie möchten Ihr Haus verkaufen und trotzdem drin wohnen bleiben? In diesem Video zeige ich Ihnen 9 Möglichkeiten, die Sie haben, wenn Sie Ihr Haus verkaufen wollen und trotzdem drin wohnen bleiben wollen. Bleiben Sie wirklich bis zum Ende dran, denn am Ende gibt es noch einen extra Tipp, den Sie sicher nicht auf dem Schirm haben. Sie haben hart gearbeitet und Ihre Ersparnisse in die vier Wände gesteckt. Sie haben es sich so hergerichtet, wie Sie es wirklich haben wollen und wollen es nun weiter nutzen. Nichtsdestotrotz möchten Sie auch von dem Preisanstieg der Immobilien profitieren, solange Sie das Geld noch nutzen können. Daher gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man alle für sich mal durchdenken sollte, vielleicht auch mit seinen Liebsten besprechen sollte, bevor man eine Entscheidung trifft. Zuerst möchte ich auf die Vorteile zu sprechen kommen, die das Thema Haus verkaufen und weiter drin wohnen bleiben mit sich bringt. Die aktuellen niedrigen Zinsen sorgen für hohe Kaufpreise, was natürlich auch für Sie von Vorteil ist, wenn Sie einen Teil oder Ihre Gesamtimmobilie verkaufen wollen. Je nach gewähltem Modell kann es zu weniger Aufwand und Arbeit mit der Immobilie führen, zum Beispiel bei Instandsetzungen und Reparaturen. Zudem ist kein Umzug möglich und man bleibt in gewohnter Umgebung. Zudem hat man die Möglichkeit, je nach Modell, ob Teilverkauf oder gesamter Verkauf des Hauses, die Modelle stelle ich gleich vor, die wir hier haben, seinen Kredit abzuzahlen, sofern man noch einen offenen Kredit hat und somit wirklich schuldenfrei zu sein. Jedoch gibt es auch Nachteile, wenn man sein Haus verkaufen will und weiter drin wohnen will. Zuallererst, Sie werden nie den vollen Kaufpreis erzielen, wie das im freien Verkauf ist, wenn der Käufer Ihr Haus vollumfänglich nutzen kann. Des Weiteren gibt es eine große Auswahl an Modellen, wo man sich wirklich genau Gedanken machen sollte, welches Modell für einen am besten ist. Und das vielleicht auch mit der Familie oder mit den Erben besprechen. Generell kann man sagen, je älter man persönlich ist, desto attraktiver ist die ganze Sache. Denn ein möglicher Käufer rechnet mit einer geringeren Restlaufzeit. Hier kann man über eine Einmalzahlung oder eine Rentenzahlung sprechen. Hier ist es so, dass man sein Haus verkauft und für eine gewisse Zeit noch mietet. Oft ist dann zum Beispiel noch über 5 Jahre oder 10 Jahre, das kann man alles individuell vereinbaren. Je länger natürlich die Mietlaufzeit ist oder je höher die Miete ist, die man zahlt, desto höher wird auch der Kaufpreis ausfallen. Auf eines sollten Sie achten: Es soll ein Mietvertrag sein, der nicht kündbar ist, solange Sie Ihre Miete immer pünktlich zahlen. So haben Sie die Möglichkeit, ebenfalls noch laufende Kredite zurückzuzahlen. Der Vorteil hierbei ist unter anderem, dass Instandsetzungen am Haus vom Eigentümer, also vom neuen Eigentümer, durchgeführt werden. Modell Nummer 2: Verkauf mit Wohnrecht. Hier verkaufen Sie Ihr Haus und haben weiterhin das Recht darin zu wohnen. Sie fragen sich sicherlich gleich, warum ich das so explizit erwähne. Ist doch klar, bei Wohnrecht. Ja, aber es gibt noch einen anderen Punkt, der dem ähnlich ist. Da komme ich aber gleich darauf zu sprechen. Hier ist zwischen einem entgeltfreien und entgeltlichen Wohnrecht zu unterscheiden. Je nach Variante fällt der Kaufpreis höher oder niedriger aus. Das Wohnrecht kann auch zeitlich begrenzt sein. Letztendlich wird hier in Abteilung 2 im Grundbuch eine Belastung eingetragen. Dies kann wiederum zu Schwierigkeiten bei der Finanzierung führen, wenn der Käufer zum Beispiel über eine Bank finanzieren möchte. Denn eine Bank möchte immer an erster Stelle im Grundbuch eingetragen sein. Sie sollten aber sicher gehen, dass Sie auch an erster Stelle eingetragen sind oder eben zusätzlich noch eine Vereinbarung haben, wo Sie nicht rausgekündigt werden können. Modell Nummer 3: Haus verkaufen mit Nießbrauchrecht. Das Nießbrauchrecht ist gegenüber dem Wohnrecht ein weitergehendes Nutzungsrecht. Beim Nießbrauchrecht können Sie wie auch beim Wohnrecht das Haus weiterhin benutzen oder bewohnen. Ein weiterer Vorteil vom Nießbrauchrecht ist jedoch, Sie können auch das Haus vermieten und verfügen dann über die Mieten. Sie haben also fast volle Befugnisse über das Haus. Ein weiterer Vorteil vom Nießbrauchrecht ist, Sie müssen nicht drin wohnen, Sie können das Haus auch vermieten und die Mieten auch vereinnahmen. Mit dem Nießbrauchrecht stehen Ihnen somit die Früchte der Immobilie zu. Das Nießbrauchrecht reduziert den Marktwert der Immobilie aber deutlich. Denn im Vergleich zum Wohnrecht ist das nochmal eine höhere Einschränkung. Denn selbst wenn Sie nicht mehr drin wohnen wollen, können Sie es weiterhin vermieten und der neue Eigentümer hat kaum Befugnisse. Auch die Belastung eines Nießbrauchrechts wird in Abteilung 2 im Grundbuch eingetragen und kann zu Schwierigkeiten bei einer Finanzierung führen. Modell Nummer 4: Teilverkauf. Hier verkaufen Sie Ihre Immobilie anteilig und erhalten ein Nießbrauchrecht. Bei einem Teilverkauf verkaufen Sie nicht Ihre Gesamtimmobilie, sondern nur einen Teil, bis zu 50%. Dementsprechend können Sie auch nur maximal 50% des Verkehrswertes im Verkauf erzielen. Dieses Geld erhalten Sie in der Regel als Einmalzahlung. Für den Teil, den Sie jetzt verkauft haben, für die 50% zum Beispiel, müssen Sie in Zukunft eine Nutzungsgebühr zahlen. Die Höhe des Auszahlungsbetrages und der Nutzungsgebühr rechnen Sie letztendlich nach dem Wert der Immobilie. Modell Nummer 5: Immobilienrente. Bei der klassischen Immobilienrente verkaufen Sie Ihr Haus in der Regel an ein Unternehmen, was sich auf die Immobilienrente spezialisiert hat. Sie als Eigentümer erhalten ein Wohnrecht, welches den Immobilienwert nach einem speziellen Berechnungsverfahren schmälert. Den verbleibenden Betrag können Sie als monatliche Rente oder als kleine Einmalzahlung sowie eine monatliche Rente erhalten.
Modell Nummer 6, Leibrente. Die Leibrente ist der Immobilienverrentung ziemlich ähnlich. Die klassische Leibrente kommt für Immobilieneigentümer ab 70 Jahren in Frage. Die Immobilie wird hierbei an den Leibrentengeber veräußert und die ehemaligen Eigentümer, also Sie, erhalten ein lebenslanges Wohnrecht. Die Bezahlung kann ausschließlich über wiederkehrende Rentenzahlungen erfolgen. Der Preis und die Rentenzahlung rechnen sich hier auch nach dem erwarteten Rentenalter oder auch dem Alter der Eigentümer. Die Bezahlung erfolgt hier über wiederkehrende Rentenzahlungen. Der Wert letztendlich rechnet sich nach der jeweiligen Rente, die man haben möchte, aber auch nach dem Alter des Verkäufers, also Ihrem Alter. Modell Nummer 7, Umkehrhypothek. Bei einer Umkehrhypothek verkaufen Sie als Eigentümer Ihr Haus nicht, sondern beleihen es nur zusätzlich. Die Besonderheit gegenüber einem normalen Darlehen ist, dass Sie zu Lebzeiten keine Zinsen oder Tilgung zahlen. Der Auszahlungsbetrag kann entweder als wiederkehrende Zahlung oder als Einmalzahlung mit der Bank vereinbart werden. Die beleihende Bank holt sich nach Ableben des Eigentümers durch den Verkauf der Immobilie Ihren Ertrag zurück. Modell Nummer 8. Wohneigentum begründen. Sofern Sie ein sehr großes Haus, zum Beispiel ein Zweifamilienhaus oder ein Dreifamilienhaus oder ein Haus mit Einliegerwohnung oder gar ein Mehrfamilienhaus besitzen, in dem Sie gerade wohnen, haben Sie die Möglichkeit, dies in Wohneigentum aufzuteilen, sofern Sie hier abgeschlossene Einheiten errichten können. Bei einem Zweifamilienhaus zum Beispiel müssten beide Einheiten separate Zugänge haben, also ein gemeinsames Treppenhaus oder eben zwei Eingänge voneinander abgeschlossen sein. Dann können Sie mithilfe einer Teilungserklärung hier das Ganze aufteilen und sozusagen zwei Wohnungen begründen, die dann in einem gesamten Mehrfamilienhaus, in dem Fall einem Zweifamilienhaus sind, und dadurch dann eben anteilig eine Wohnung verkaufen. Hier ist der Vorteil daran, dass Sie die Wohnung ganz normal verkaufen, kein zusätzliches Wohnrecht oder so sich eintragen, weil Sie an der anderen Einheit selber drin bleiben. Somit erzielen Sie hier den maximalen Kaufpreis im Verkauf. Zudem besteht die Möglichkeit, auch beide Einheiten zu verkaufen und in einer Einheit als Mieter drin zu bleiben. Zu guter Letzt besteht noch eine Möglichkeit, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Modell 9, Grundstück aufteilen. Eine Form der Immobilienrente kann sich auch ergeben, wenn Ihr Haus auf einem sehr großen Grundstück steht. Denn ein sehr großes Grundstück ist im Alter schwer zu unterhalten und zu pflegen. Da macht man sich sicherlich dann auch Gedanken, was man im Alter mit dem Grundstück macht. Wenn Ihr Haus zum Beispiel 120 Quadratmeter ist und Ihr Grundstück 1200, dann besteht vielleicht die Möglichkeit, ein Grundstücksteil abzutrennen. Denn letztendlich reichen für ein 120 Quadratmeter großes Grundstück auch 500, 600 Quadratmeter. Den hinteren Grundstücksteil oder vorderen könnte man abteilen und separat verkaufen. Gerade in der aktuellen Lage, wo Bauland sehr, sehr nachgefragt ist, ist dies eine sehr gute Möglichkeit, um Geld aus dem Verkauf des Hauses zu ziehen. Obwohl man das Haus hier ja nicht verkauft, sondern nur einen Grundstücksteil. Hier sollte man besonders prüfen, was von der Bebaubarkeit wirklich möglich ist, bevor man in den Verkauf geht. Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, die Sie haben, wenn Sie Ihr Haus verkaufen wollen und weiter drin wohnen bleiben wollen. Sie müssen das Haus sogar nicht mehr verkaufen in manchen Fällen. Sollten Sie jetzt so Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir prüfen, welche Möglichkeiten Sie haben. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn ja, geben Sie uns ein Like und abonnieren Sie diesen Kanal. Sollten Sie Freunde oder Bekannte haben, für die das Video auch interessant sein könnte, teilen Sie es gerne mit Ihnen. Ihr Makler aus Berlin, BHE Hesse Immobilien.